So, liebe Freunde da draußen, es ist was wirklich Krasses passiert. Und zwar in diesem Video muss ich einfach meine Ehre verteidigen und gegen den ehrenlosen Daredevil kämpfen. Ich muss ihn entführen und alles dafür tun, dass ich meine Ehre verteidige und meine Freundin beschütze. Denn ihr wisst ja, im letzten Video hat der Ehrenlose einfach meine Freundin gechalakt, so ohne dass ich was gesagt habe, Digga. Also einfach komplett ehrenlos. Mein Plan ist es heute, Freunde, ihn zu entführen, egal an seinen Wachen vorbei, egal was passiert, einfach ihn töten. Es ist jetzt gerade Mittag geworden. Ich werde jetzt meinen Kollegen abholen, der mir dann dabei helfen wird. Und zwar hier der Real Ukrainer. Ihn kennt ihr schon, aber schon seit sehr, sehr, sehr langem. Und ganz wichtig, Freunde, ich grüße in diesem Video Vukuri und den übelst Cringe. Diese zwei Brüder haben kommentiert mit Hashtag CraterCode I'm Natives und zwar und Hashtag mitgeliked. Und zwar, wenn ihr im nächsten Video auch grüßt werden wollt, dann lasst jetzt genau jetzt ein Like da. Das wäre echt todesgeil, wenn wir auf dieses Video einfach mal komplett zerfetzen würden und eventuell sogar die 5000 Likes schaffen würden. Und wirklich vielen, vielen lieben Dank auch für den Support auf das gestrige Video. Es ist todeskrass angekommen. Ich glaube es einfach immer noch nicht. Und Freunde, wirklich, wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann macht einfach das, was die ganzen Leute auch in den Kommentaren machen. Da werde ich da euch auf jeden Fall grüßen. Hier ist der Ukrainer, er wohnt hier. Und jetzt grüßen wir ihn jetzt mal und gehen dann einfach ein bisschen mit ihm raus. So, müsste eigentlich gehen. Brudi, was geht ab? Alles klar, Digga. Ja, ja, bei dir? Ja, auch alles gut, Bro. Schau mal, du musst dir so vorstellen, Bro, dieser Daredevil, Digga, der ist so ehrenlos, ne? Der hat meine Freundin geklärt und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen muss. Du musst mir einfach helfen, Bro. Ich brauche deine komplette Hilfe. Ich muss ihn entführen. Ich muss ihn... Ich will nicht sagen, was ich mit ihm anstellen werde, Bro. Ich mach seinen Kopf abhängen, Digga, und ihn Schokolade reinfüllen. Egal, ich mach so viele Sachen mit ihm, Digga. Ich raste direkt gleich wieder aus. Der hat so viele Sachen mit meiner Freundin gemacht, Bro. Ey, du weißt gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, diesen Neuen da in der Stadt, ne? Ja, Digga, er kommt einmal in die Stadt und der macht schon alles Chakalaka mit meiner Freundin, Digga. Er denkt halt einfach, er ist der Boss. Oh, Digga, du hast... Ey, Digga, du hast aber ehrlich einen schönen Garten, muss ich an der Stelle schon mal sagen, Digga. Oho, Brudi. Oh, danke. Bro, lass mal so machen, nächstes Mal, Digga, mit deiner Freundin, mit meiner Freundin hier Grill-Session, Digga. Das wäre doch geil. Was hältst du davon? Ja, aber wir müssen als erstes diesen dummen Daredevil besiegen, weil der nervt zu hart, ne? Ja, Bro, aber sowas von, Digga. Ich sag dir ehrlich, das schaffen wir schon. Aber, ich brauche halt natürlich da auch deine Hilfe, Digga. Also, ich meine, alleine werde die es nicht schaffen. Ich kann euch gleich zeigen, wo er wohnt, Freunde. Wir müssen erstmal hier ein Loch in die Wand machen und dann erstmal hier hochkommen. Dann, wir werden ihn jetzt ein bisschen wie heißt das, Digga? Wir werden ihn jetzt ein bisschen beobachten, denn, oh mein Gott, Freunde, schaut mal. Digga, wo siehst du den da vorne? Ey, Jax! Er Jax sich halt einfach ein, Bro. Schau mal, was er macht. Digga, ich schwör, ich werde dir sowas von hauen, Junge. Was ein Dev, er denkt auch, er ist lustig, Bro. Safe, er denkt gerade an meine Freundin, Digga. Ey, jetzt, ich werd langsam sauer, Bro. Was ein ehrenloser, Digga. Ich schwör's dir bei Gott sogar. Bro, also, wie werden wir das machen? Schau mal, wir haben hier zwei Wachen, Digga. Weil an die kommen wir so nicht ran, weißt du? Und da vorne, Digga, da vorne in seinem Garten ist einfach Dr. Doom. Und der Jax sich halt immer auch ein, Digga. Hä? Er macht doppelt so schnell wie Daredevil mit Jackson, Digga. Oha, Bro, nein, Digga, sag mir nicht, seine Wachen machen jetzt auch das, Digga. Ey, die sind echt krank, Digga. Digga, seine Wachen, Digga, was ist mit denen los? Bro, wenn wir... Bro, was sagst du? Was sollen wir genau machen, Digga? Ey, ich hab keine Ahnung. Wir müssen irgendwie es schaffen, dass die Wachen irgendwie weg von dort kommen. Ey, soll ich vielleicht so meine Chili dorthin werfen? Ja, weißt du, was du machst, Bro? Ich hab eine richtig geile Idee. Du wirfst jetzt eine Chili da zum Auto, Bro. Siehst du das Auto? Ja. Und die sehen das, weil das Auto bekommt so Krach und so. Und danach schleichen wir uns schnell ins Haus rein und dann entführen wir einfach Daredevil, Digga. Und dann mache ich so krasse Sachen mit ihm. Digga, so ein ehrenloser, Bro. Du weißt gar nicht, was ich mit ihm mache, Digga. Ich mach zack, zack, links, rechts, Schelle, Schelle da und auf seinen Kopf noch Pipi machen. Bro, okay. 1, 2, 3. Schmeiß jetzt. Genau jetzt. Hä? Digga, wie dumm sind die denn, Bro? Digga, gefühlt, der hat nicht mal was gesehen und geht dorthin. Bro, ich habe noch nie so dumme Wachen gesehen. Bro, okay, wir sind jetzt in seinem Haus drin, Digga. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt, Digga. Also, Bro, wir müssen jetzt erstmal schauen, was er überhaupt in seinem Haus hat, Digga. Vielleicht haben wir Beweise, die ihn ins Gefängnis bringen, weil du weißt ja, ich arbeite mit der Polizei zusammen. Digga, er hat einfach Waffen zu Hause, Digga. Hä? Nimm das mal bitte mit. Hier eine Spinne zu Hause. Digga, wir haben jetzt echt genug Beweise, um ihn so wirklich unter Druck zu setzen, Digga. Was denkst du, Bro? Sollen wir den vielleicht entführen? Natürlich, Digga. Warte mal. Ich will jetzt mal zuhören, was er da sagt. Warte. Oh, Chakalaka mit Wally.
oh, Chakalaka, mir erstmal ein Jackson, Digga. Digga, ist das jetzt dein Ernst? Ey, stopp. Bro, was Jackson mit Wally Mali Bali? Bro, du weißt, ich bin der Freund von dir, ich bin gerade an deinen Wachen vorbeigelaufen, Digga. Die sind noch dümmer als du, Bro. Du hast Fenster offen und jackst dir einfach ein. Gefühlt ganze Stadt sieht dir zu, Digga. Guck mal, du kommst jetzt mit mir mit, du hast echt viele Scheiße gebaut. Digga, ich kann das einfach nicht glauben, was du meiner Freundin gemacht hast. Komm jetzt mit, Digga, ich bin einfach sauer, Digga. Ich bin einfach sauer, Junge. Ich bin einfach sauer. Okay, Freunde, er ist jetzt ein richtiger Lappen, ne? No joke. Stopp, Digga, du kommst jetzt hier. Wir gehen von Hintereingang mit. Komm, genau. Ey, wir werden dich abknallen, sobald du auch nur versuchst, deine Leute zu holen. Hast du verstanden? Digga, du Lappen, Alter, hast meine Freundin hier gechalacht, Digga. Das ist aber gar nicht lustig, Mann. Digga, du bist so ein Lappen, Bro. Was denkst du eigentlich, wer du bist, Digga, dass du mich entführen kannst? Meine Kollegen, meine Wachen werden mich sowieso holen. Was hast du denn? Digga, was laberst du? Wo bist du überhaupt? Digga, guck mal, du bist doch Daredevil. Du hast nicht mal eine Superkraft, Digga. Du kannst gar nichts. Komm, wenn du eine Superkraft hast, dann mach die doch mal. Aber du hast keine. Ey, Digga, ganz entspannt. Willst du einfach eine Kanone in deinen Kopf oder was? Ey, komm jetzt mit, Digga. Er schiebt mir hier jetzt viel zu viele Faxen. Er denkt auch halt wirklich, er ist krass, Digga. Ganz ehrlich, du gehst jetzt hier in mein Haus rein. Bro, ich werde dich jetzt vernehmen. Du wirst mir jetzt ein Geständnis ablegen und ich werde dich ins Gefängnis bringen. Hast du verstanden, Junge? So kommst du nicht mehr durch. So wie es jetzt ist, bleibt es auch und du kommst da nicht mehr durch. Hast du verstanden? Ich weiß ehrlich nicht, was du dir überhaupt dabei denkst, dass du in unsere Stadt kommst und denkst, gefühlt alles gehört dir. Du bist auch nur ein ganz normaler Mensch wie wir. Also vielleicht hast du die eine oder andere Superkraft, dass du Mädchen klären kannst, aber das heißt noch lange nicht, dass du was Besseres bist als wir. Junge, du setzt dich jetzt hier mal an und schaust eine Folge I'm Natives an, damit du Schokolade aufbaust. Hast du verstanden? Damit du wieder klare Gedanken fassen kannst. Danach, in einer Stunde reden wir wieder und wenn du I'm Natives sein Schokolade geguckt hast, danach sagst du mir deine ehrliche Meinung über mich und wie du bist und ob du dich geändert hast, okay? Okay, sehr gut. Okay, Ukrainer, komm mal mit, Bro. Schau mal, weißt du, ich weiß nicht, ich habe das doch gar nicht erzählt. Kennst du meine Ex-Freundin Lilly? Ja, Bro, was ist mit der? Früher lebte ich noch in Tilted Towers, ne? Und dann kam der und hat Tilted Towers kaputt gemacht und dann hat er einfach Lilly geklärt. Der, so ehrenlos von dem. Warte, Bro, also du sagst, dieser Typ hier hat deine Freundin aus Tilted Towers entführt? Digga, was ein ehrenloser, Bro. Damals war sie doch schwanger, als sie entführt wurde. Ja, Digga, und dann hat er die nochmal geschwängert. So ein ehrenloser. Ey, also Community, jetzt bei Gott sogar. Digga, das ist einfach gar nicht geil. Ihr kennt ja vielleicht auch alle Lilly aus anderen Videos mit ihr Vater und so weiter. Der ist ja mal ausgerastet, obwohl er nicht mal schuld war. Bro, aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass Lillys Vater eigentlich Daredevil ist, Digga. Also, hey, beziehungsweise... Warte. Nein, Digga, ich hab's falsch ausgedrückt. Du willst mir nicht sagen, dass er sie geschwängert hat. Das meine ich, Bro. Doch, Digga, und das Ding ist, jetzt hat Lilly so einen Sohn bekommen, der sieht richtig hässlich aus, so wie der. Ach, Digga, sieht er auch so rot aus? Warte, Bro, lass mal zugucken und zuhören, was er überhaupt sagt über diesen I'm Natives, Digga. Lilly hat mir erstmal geschrieben. Digga, warte, Bruder, beruhig dich, Bro. Du darfst da jetzt nichts überstützen, okay? Junge. Nein, Bro, nichts überstützen, Bro. Ich weiß, der Typ hat gefühlt von jedem seine Mutter geklärt, aber Digga, wir dürfen das nicht machen, Digga. Ich schwör's dir, wenn wir das jetzt machen, dann sind wir kaputt, Bro. Schaut dir den mal an, Junge. Also, Freunde, man kann's gar nicht glauben, dass so ein Typ gefühlt die ganze Welt geklärt hat. Digga, warte mal. Ich frag ihn jetzt mal, wie er I'm Natives findet. Und danach, Bro, wir bringen ihn jetzt woanders hin. Okay, wir machen so richtig Chakalaka mit seinem Kopf, okay, Bro? Lass ihn zu dir nach Hause bringen, Digga. Du kannst mit ihm machen, was du willst, Digga. Ey, ja, der... Ein Dreck da lassen. Ja. Bro, warum checkst du dir gerade einen auf meine Videos? Daredevil jetzt... Geschichte. Nein, Bro, Daredevil, du hörst uns jetzt genau zu. Was ist in dich gefahren, Bro? Hä? Was ist in mich... Schau mal, du hast auch seine Freundin hast du früher geklärt, Digga. Digga, nein, du musst mir jetzt genau sagen, was du überhaupt von uns willst. Du kommst in unsere Stadt, klärst alle. Ich gebe dir die Möglichkeit, dich anhand meiner Videos zu ändern, weil wegen Schokolade und so. Aber du jackst dir einfach, Digga. So, was ist das, Bro? Was passiert mit deinem Kopf? Aber dieses andere, was passiert? Digga, ich bin einfach der Süßeste und die Jüngste auf der Welt. Kann jedes Mädchen will mich. Ja, ey, Digga. Ey, Ukrainer, nimm ihn mit, Digga, Bro. Mir reicht es langsam, Digga. Ey, komm mit, Digga. Komm was jetzt soll mit, das? Junge, Digga. Ganz ehrlich, Bro. Du denkst auch so, du guter Junge, aber du bist eigentlich ganz, ganz, ganz schlecht, Digga. Du kommst jetzt mit. Wir werden dich jetzt irgendwo hinbringen. Und guck mal, deine Superheldenkraft, Digga, ist nicht mal, dass du so krass bist und so, sondern deine Superheldenkraft ist einfach, dass du hässlich bist. Weil, Digga, auf der ganzen Welt, ich habe noch nie so einen hässlichen Typen wie du gesehen. Wie du wahrscheinlich, wie dich, Digga. Komm jetzt mit, Digga. Ich bring dich jetzt irgendwo hin. Wir werden dich jetzt komplett töten. Ganz ehrlich, Digga.
Digga. Du bist nicht mal cool, Digga. Du bist nicht mal cool. Ich hab so einen Umhang. Umhang, was Digga. Was redest du, geh, Junge? Geh. Geh jetzt vor. Mit deinen komischen blauen Augen. Geh einfach nach vorne. Bro, Ukraine, warte mal kurz, Bro. Ich muss mit dir reden. Digga, wie wollen wir das jetzt machen mit Lilly und so? Weil ich meine, er hat ja Lilly geklärt, Digga. Weil ich meine, ganz ehrlich, Bro, er fühlt sich gerade richtig cool. Bro, wir richten Waffen auf ihn. Er fühlt sich so, als wäre er der Krasse. Ich glaube, er hat gar keine Angst vor uns, Ach, Bro. Nee, Digga, das juckt ihn gar nicht. Aber warte mal, Bro. Wollen wir nicht lieber mit ihm befreundet werden? Und vielleicht kann er dann so auch für uns so andere Mädchen klein, Digga. Chef, also, wir sind so mit ihm befreundet. Digga, er jackst sich ein auf das Haus. Der Typ ist notgeil einfach. Guck mal, Bro, was wollen wir jetzt machen? Was der da macht, hä? Digga, ist echt krank. Digga, Freunde, ich glaube, wir werden jetzt versuchen, ein bisschen seine Freundschaft zu ergattern und dann so auch mit seinen Wachen zu kommunizieren und so. Vielleicht, wenn wir mit ihm befreundet werden, vielleicht haben wir einfach ein besseres Leben, no joke. Bro, nimm die Waffen einfach runter, Bro. Lass jetzt mit ihm reden, okay? Ey, Nates, warte, ich gebe ihm was. Okay. Ey, Daredevil. Daredevil, Bro. Schau mal, wir haben uns das jetzt ein bisschen anders überlegt, Bro. Komm, erzähl ihn, Ukrainer. Schau mal, wir haben uns so gedacht, du bist so richtig nett und so und vielleicht kannst du ja uns ein bisschen helfen, so ein paar Mädchen und so zu klären. Digga, komm, Digga, nie so auffällig, Bro. Was redest du? Was für Mädchen, Junge? Digga, ey, was redest du? Daredevil. Schau mal, ich wollte dir einfach was schenken. Das war Spaß, guck mal hier. Willst du das vielleicht haben? Oh, Ehre. Ist richtig lecker. Guck mal, Daredevil, Bro. Schau mal, ich sag dir ehrlich, Bro, ich fand dich eigentlich schon sympathisch, ne? Schau mich doch bitte an, wenn ich mit dir rede. Ja. Ich finde dich eigentlich sympathisch, Bro. Lass doch mal zu dir nach Hause gehen. Ein bisschen chillen bei dir, weißt du, vielleicht können wir ein bisschen Fortnite zusammenspielen. Ja, wir machen. Guck mal, es tut mir leid, dass wir dich so ein bisschen schlecht dargestellt haben, weil eigentlich bist du so ein richtig cooler Superheld, weißt du, was ich meine? Ja. Digga, du bist schon richtig cool. Wie kann man eigentlich auch voll nett, aber ich wollte dich doch an euch beiden entschuldigen, dass ich... gar kein Problem, Bro. Ey, schau mal, ich sag dir ehrlich, das ist überhaupt nicht schlimm, so was du da sagst. Wir wollten eigentlich auch deine Freunde werden, so eigentlich. Weißt du, was ich meine, Bro? Ich danke dich auch. Ja, okay, sehr gut, Bro. Guck mal, wie schön du bist. Ja, du bist auch sexy. Bro. Ihr beide seid sexy. Ganz kurz, geh du schon mal nach Hause. Ich muss mal kurz mit Ukrainer reden, okay? Digga, was ist los mit dir, Junge, Bro? Du hast gefühlt alles verkackt. Du sagst ihm, du bist schön. Du sagst ihm, du bist schön und dann sagst du noch zu ihm, Bro, du bist richtig cool und kannst uns Mädchen klären. Digga, der irgendwann mal, der weiß dann, dass wir nur wegen Mädchen mit ihm zusammen sind, Digga. Oder mit ihm befreundet werden wollen. Junge, soll ich ihm sagen, dass der hässlich ist? Guck mal, wie der aussieht. Bro, sag ihn halt nicht, dass du ihn schön findest. Sag halt einfach, du bist cool, Bro. Aber was für schön, Digga. Ja, okay. Willst du seinen Schokolade lecken oder was los mit dir, Kevin, Digga? Ich schwör's dir, du bist komisch manchmal. Was machst du? Bro, was machst du? Digga, ich hüpfe. Digga, dein Ernst? Ey, schau mal, es ist schon dunkel Schokolade geworden. Wir haben hier bald Halloween, Digga. Dann lass mal zu dir nach Hause gehen, Digga, okay? Wachen, lass dir einfach. Ja. Ey, ich hab richtig gute Ideen. Kommt mal hier nach oben, Digga. Ey, ich hab richtig, richtig geile Ideen. Der hat genau hier meine Freundin geschachalacht, Digga. Bro, es tut mir leid, Digga, aber wenn ich dieses Bett sehe, dann kriege ich Aggression, Digga. Weil du hast genau auf dieses Bett meine Freundin geschachalacht gemacht. Lass einfach nach unten gehen. Ja, lass einfach nach unten gehen. Digga, ich bin zu breit, du weißt Bescheid. Schau mal, ich sag euch jetzt ehrlich, bald ist Halloween. Wir müssen jetzt richtig geile Sachen machen. Schaut mal, ich will an Halloween auf jeden Fall rausgehen und Mädchen klären. No joke, ich bin der größte Checker, Digga. Kannst du mir irgendwie Tipps geben? Ich rede nicht mit dir. Ich rede mit Ukrainer, weil er ist noch krasserer Checker als du. Nee, Digga, was glaubst du? Warte, guck mal, ich bin der krasseste Checker. Aber wenn du krasser Checker ist, wenn du der krasseste von allen bist, dann musst du es beweisen. Ja, Bro, dann hol mal ein paar Chicas hierher, Digga, wenn du der Krasseste bist, wenn du schon denkst, du bist krass. Hol mal 1, 2, 3 Chicas hierher, wir chillen ein bisschen mit denen, machen vielleicht Schokolata, Pipi, Macha mit ihr, keine Ahnung, Digga. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, Ukrainer, Digga, geht mir langsam richtig auf den Sack, Junge. Der Typ, der ist immer noch so, er redet nicht mal wie ein Freund mit uns, sondern so, als wäre er was Besseres wie wir. Bro, lass mal so seine Akten durchsuchen, so. Digga, Bro, da ist mein YouTube-Passwort drauf. Digga, der Typ ist ein Spion. Alter, das sind einfach Bilder von deiner Freundin. Digga, das sind Bilder von meiner Freundin, Digga. Und Junge, Bro, warte, hier steht, Digga, in diesem Buch steht, er will uns alle töten in dieser Stadt, Digga. Ey, was los? Was macht ihr hier? Digga, das war von Anfang an dein Plan, Daredevil, oder? Dass du uns alle so tötest. Ich hab deine ganzen Akten gesehen, Digga. Du willst halt einfach gefühlt nur uns aus dem Weg schaffen, damit du dir meine Freundin klärst, seine Freundin klärst, gefühlt von der ganzen Stadt seine Freundin klärst. Bro, ich sag dir ehrlich, so, ich werde dich echt töten müssen, Digga, wenn deine Wachen jetzt nicht die Waffen runterlassen. Hast du verstanden? Ich kann das nicht zulassen. Digga, guck
guck mal, wir sind Junge. Nein, Boss. Wir sind vier, Boss. Ihr seid zwei. Ich kann nicht drauf, nein. Digga, das ist mir egal, wie viele das sind. Jetzt, ihr könnt auch gefühlt 200 Leute sein. Bro, wenn du wirklich meine Stadt, wenn du meine eigene Stadt, die ich aufgebaut habe, kaputt machen willst, Bro, dann ist es vorbei. Ukrainer, gefühlt sein Vater hat dir alles aufgebaut, Baustierler, Digga. Und du versuchst dir alles kaputt zu machen. Junge, was ist schief mit dir, Bro? Warum? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Kopf, Digga. Daredevil, Bro, was ist das für eine Brille, Digga? Du, Daredevil, Digga? Jetzt rede doch mal mit uns. Junge, was für ja? Alter, du bist hier in Lebensgefahr. Bro, wir können dich jetzt töten. Digga, warum bist du so cool? Du dir einen Grad vor uns. Hä? Was? Digga, halt mal deine Waffe vor den. Was checkst du denn vor dir? Hä? Eigentlich, was sagst du? Warte mal, ich verstehe hier nichts, Digga. Was ist hier los, Mann? Digga, es geht hier um Leben und Tod, Mann. Jetzt alle Waffen runter, habt ihr verstanden? Sonst seid ihr tot, Digga. Waffen runter, was Mann. Du nicht, was bist? Jackson, was Maxon, du Mr. Bist? Jackson, was denkst du, wer du bist, Digga? Guck mal, wir kommen hier in diese Stadt, wollen dich entführen, dies, das. Was machst du hier? Denkst, als wärst du der Krasseste mit deinem Baseballschläger? Warte, was steht da drauf? Gutning. Digga, da steht einfach Gutning drauf. Was bist du für ein Typ, Digga? Jungs, damit habe ich deine Freundin geschlagen. Digga, was meine Freundin geschlagen, Digga? Ich schwör's dir, ich geb dir gleich Bombe, Junge. Digga, no joke. Daredevil, ich wollte mit dir Kollege sein, ne? Dann sehe ich auf einmal diese Akten. Was soll das überhaupt? Warum bist du so? Warum? Aus welchem Grund, Junge? Ich wollte eigentlich alle nur ausnutzen. Ja, nur ausnutzen, ganz ehrlich, Ukrainer. Das ist irgendwie dumm. Bro, Ukrainer, zeig ihm die Beweise, dass wir alles aufgenommen haben, Digga. Denn er wird jetzt ins Gefängnis kommen, Digga. Was? Wir haben Bodykameras an. Wir haben Bodykameras an. Und ganz ehrlich, hört mir mal zu. Wenn ihr jetzt ab jetzt für mich arbeitet, Daredevil, und wenn du sagst, dass ich dein neuer Boss bin, dann sage ich dir ehrlich, es ist dann in Ordnung. Es ist dann überhaupt kein Problem, das, was du gemacht hast. Aber solltest du irgendwann mal dich gegen mich verwenden, ich werde dich zur Polizei gehen und denen alles zeigen, Junge. Die werden dich sowas von auseinandernehmen. Digga. Schau mal, du denkst halt einfach, du bist krass, so, Digga, da steht die Idee drauf, Digga. Ist einfach Nachname von GG, Digga. Digga, normal. Hä? Ich zerfetze hier jeden. Ey, Ukrainer, Bro, komm, wir müssen mal reden, Digga. Bro, ey, Jungs, wartet mal kurz. Digga, irgendwas stimmt hier nicht, Digga. Irgendwas ist faul. Was ist das, Mann? Junge, ich glaube, ich weiß, was los ist. Vielleicht klärt er einfach nur die Freundinnen, damit die Schluss machen, damit er die Jungs klären kann. Digga, ich glaube, das macht Sinn, Digga, dass er nur Männer als Wachen hat. Bro, ich glaube, er will Schakalaka mit Jungs machen. Der Typ ist komplett geistesgestört. Die, was machen die dort? Hallo. Der will, können wir bitte mal kurz unter vier Augen reden? Komm mal her. Dann gehe ich einfach. Schau mal, Daredevil, Digga. Wir möchten dir was sagen und zwar stehst du eigentlich nur auf Jungs oder? Beides. Auf beides. Hast du schon mal einen jungen Chakalaka gemacht? Normal. Und wie war es so? Komisch, aber geil. Aber Daredevil, du bist doch ein Superheld. Welchen Superheld hast du Chakalaka gemacht? Superman oder Batman? Batman. Ah, okay, krass. Ja, guck mal, wie gesagt, ich hab jetzt... Nein, Digga, wir sind keine Freunde. Jungs, ich hab die ganzen Beweise. Ihr kniet jetzt alle nieder. Habt ihr verstanden? Oder ich geh zur Polizei. Alle unterknien. Du auch, Daredevil. Knie dich runter. Sehr gut. Ihr werdet jetzt ab jetzt meine Wachen werden. Ihr werdet für mich arbeiten. Und an Halloween werden wir Superman entführen. Habt ihr verstanden? Okay. Wir werden Superman so eine richtige Backpfeife geben. Und jetzt macht Platz, Daredevil. Hast du verstanden? Du Lauch, Alter. Denkst du, bist krass oder was? Digga, wir werden jetzt gehen. Lasst euch auf jeden Fall noch in dieser Stadt wohnen. Aber sollte irgendwas passieren, seid ihr dran. Habt ihr verstanden? Ihr seid dann bald wirklich dran, Alter. No joke. Ihr seid aber jetzt meine Wachen. Jungs, wir werden bald auf jeden Fall zusammenarbeiten. Also, gute Nacht. Kuss. Ciao, ciao. Ja, Mann. Komm jetzt mit, Ukrainer. Wir werden jetzt auf jeden Fall was klären. Bro, auf jeden Fall richtig gute Arbeit von dir, Digga. Und ich würde sagen, Bro, erzähl mal. Ab wie vielen Likes machen wir die zweite Folge davon, dass wir Superman entführen an Halloween? Erzähl mal, Digga. Junge, safe 5000 Likes müssen wir schaffen. Ja, Mann, Alter, das wäre richtig Bombe, Freunde. Wenn wir auf dieses Video die 5000 Likes schaffen würden, dann würden wir im nächsten Video direkt Superman entführen, mit ihm Chakalaka machen und seinen Kopf in Süßigkeiten einstopfen. So, ihr wisst Bescheid, Chocolata, Halloween, dies, das. Und falls ihr mich supporten wollt, dann tut mir bitte nur diesen einen Gefallen. Abonniert diesen Kanal und aktiviert ganz, ganz, ganz wichtig die Glocke. Auch wenn ihr schon Abonnent seid auf meinem Kanal, schaut einfach nach, ob ihr die Glocke schon aktiviert habt. Viele kommen halt einfach durch Videoempfehlungen auf das Video, aber es wäre viel besser für euch, wenn ihr direkt auf das Video kommt, wenn ich online, wenn ich es online machen lasse oder hochlade, genau. Und deswegen, Kuss geht raus. Ciao, ciao. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Creator Code, I'm Natus. Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Kuss. Ciao, ciao. Kuss.